schon Reise bei. Das hat die extra gemacht. Oh nein, meine sieht aber richtig cool aus. Heute machen wir das Dada-Spiel. Wir brauchen für das Dada-Spiel ein weißes Papier. Und beim Dada-Spiel ist es wichtig, dass man nicht sieht, was man macht. Sonst ist es nicht lustig. Darum brauchen wir Wände. Du willst den Pinguin. Den stellen wir hier auf. Und du nimmst den. So. Jetzt malen wir einen Fantasiemensch malen und fangen oben beim Kopf an. Und zwar noch höher als der Kopf ist der Hut. Wichtig ist, dass jetzt beim Hut, dort wo der Kopf herkommt, zwei längere Striche machst. Und dann solltet ihr den Hut wegfalten. Und das Blatt wieder drehen, dass nur noch die zwei Striche vorne sind. Dann gibt es mehr. Achtung, und ich gebe es dir. Jetzt kommt der Kopf. Jetzt kommt der Kopf, genau. Einfach unten an die zwei Striche kommt jetzt ein Kopf. Es kann auch ein Tierkopf sein oder ein Fantasiekopf. Einfach dort, wo du den Bauch wieder willst, kommen die zwei Striche her. Dass der Nächste weiss, woher was kommt. Und beim Bauch dürft ihr auch die Arme zeichnen. Wie ah, warte noch mit auf. Komm, wir machen sie alle miteinander auf. Mais, bist du bereit? Ja. Oh. Ah, du hast schon ein Bein. Das hat die extra gemacht. Wie heisst deine? Stöckeli-Dame. Einbeiniger Affe. Wir machen Elefantentröten. Wir brauchen ein Papier und eine Schere. Und jetzt halbieren wir es. Halbieren. Einfach einmal einen Falz machen. Hier, was offen ist, machen wir so wie ein Flügel. Dann drehen wir es und machen gerade noch mal ein Flügel. Und jetzt haben wir hier, wenn wir die Flügel aufdrehen, kann man sie so mit einer Hand heben. Heben Sie mal so. Jetzt müssen wir Dreieck rausschneiden. Hier ein Dreieck reinschneiden. Und dann hier noch eins. So, jetzt kommst du dran. Du kannst zwei oder drei. Noch sieht es eigentlich so aus. Jetzt kannst du schon mal probieren, Mais. Du kannst sie so in die Finger nehmen. Was müssen sie machen? Vielleicht musst du deine noch ein bisschen auf Fingerhöhe abschneiden. Schau. Ah! Jetzt können wir einen Elefant machen. Wir machen einen Schnippschnapp und hier brauchen wir ein A4-Blatt. Und aus dem müssen wir zuerst ein Quadrat machen. Diese Ecke muss genau hier rüberkommen. Aus dem Dreieck machen wir gerade noch mal ein Dreieck, aber ein kleines. Und jetzt können wir es auffalten und haben vorbereitet für unseren Schnippschnapp. Und jetzt tun wir alle Ecken bis in die Mitte falten. Dass es wie einen Brief gibt. Jetzt, wenn wir den Brief fertig haben, drehen wir ihn, drehen, dass die Falten unten sind. Und hier noch mal genau das Gleiche. Alle Ecken in die Mitte. Und jetzt haben wir das eigentlich fertig. Weißt du, wie ich auftue? Am besten gerade noch mal halbieren, dass wir ein kleines Quadrat haben. Und jetzt kannst du hier den Zeigefinger rein tun. Und das ist das Häuschen für den Daumen. Und gleichzeitig mit der anderen Hand Zeigefinger Daumen. Und fertig ist Schnipp, Schnapp. Schnipp, Schnapp, Schnipp, Schnapp, Schnipp. Also jetzt müssen wir etwas noch reinschreiben. Hier, wenn wir jetzt aufhalten, sehen wir nämlich, wie viele Dreiecke sehen wir, um einen Punkt drauf machen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 verschiedene Farben. Und 8 Aufgaben. Und wir wollen Sachen machen, die wir alles in 30 Sekunden erledigen können. Also, ich schreibe Tanze und Lachlaut. Jetzt haben wir überall etwas drin, 8 Sachen. Und jetzt faltet man wieder zurück. Jeder Zeigefinger und Daumen gehen in die Täschchen rein. Achtung, jetzt kannst du mir eine Zahl sagen. Ha. Zwei. Zwei. Eins, zwei. Blau. Blau. Achtung. Sag die höchste Zahl, die dir in den Sinn kommt. Unendlich. Unendlich.